Angela Merkel und Gerhard Schröder dagegen sind ganz einfach zu unterscheiden. Denn nur einer von beiden schreibt ein Tagebuch. Und das ist unsere Angela Merkel. Liebes Tagebuch, es ist kaum zu glauben, aber wahr. Ich bin jetzt seit 100 Tagen Bundeskanzlerin. Was ist in der Zeit nicht alles passiert? Ich habe in stiller Ehrfurcht mein Büro im Kanzleramt bezogen. Habe an meinem Aussehen gefeilt und bin gut vorbereitet auf Auslandsreisen gegangen. 100 Tage, mancher mag meinen, das sei eine halbe Ewigkeit. Aber die Zeit verging nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitarbeiter, wie im Fluge. Kein Wunder, bei so viel erfüllender und sinnvoller Arbeit für unser Land. Auch bei den Bürgerinnen und Bürgern bin ich seit meinem Amtsantritt immer beliebter geworden. Wenn ich über die Straße gehe, werde ich sofort erkannt und die Leute bilden wahre Menschentauben um mich herum. Und ich muss sagen, mir ist es nicht unangenehm. Mein außenpolitisches Auftreten hat in den ersten Tagen meiner Amtszeit ebenfalls durchweg gute Noten bekommen. Kein Wunder, bin ich doch über jede Entwicklung informiert, seitdem ich ein rotes Telefon für jeden Krisenherd der Welt auf meinem Schreibtisch stehen habe. Ja, mit der Kanzlerschaft ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Meinen größten Traum werde ich mir jedoch diesen Sommer erfüllen. Und Merkel ist allein vom Tor der Holländer! Und Tor, Tor, Tor! Deutschland ist Weltmeister! Ich freue mich jetzt schon drauf. Deine Angela.